Das heutige westungarische Dorf Csempés-Kopács entstand Ende der 1860er Jahre durch den Zusammenschluss der Dörfer Kopács und Csempés, die 1273 erstmals urkundlich erwähnt wurden. Die römisch-katholische Pfarrkirche St. Mihai Templom, auf Deutsch St. Michael-Kirche, wurde vermutlich um 1250 im damaligen Kopács unter Verwendung von Backsteinen aus der Römerzeit als zunächst turmlose Kirche errichtet. Wenige Jahre später wurde dann der Turm angebaut. Mit ihrem prachtvollen romanischen Südportal ist die St. Michael-Kirche eines der bedeutendsten Backsteinbauwerke aus der Arpad-Zeit in Westungarn. Auf dem parkähnlichen Kirchhof steht die Skulptur Unsere Vorfahren des Bildhauers Petar Modi aus dem Jahr 2001, die das Zusammenleben der verschiedenen Generationen im Dorf symbolisiert. Eine Besichtigung der Kirche war bei meinem Besuch leider nicht möglich.